Rauch 007 fragt Pete Smeet. Wo zieht ihr die Grenze zwischen Privatleben und öffentlichem Leben? Ah, es gibt so vieles, wo eine Grenze gezogen wird. Ja, so jede Kleinigkeit, die einen persönlich belastet oder so, oder wo man halt mal einen schlechten Tag hat. Oder, finde ich, muss man nicht direkt auf Social Media besprechen. Ja. Und ja, gleich ist auch so Familiendetails, bla bla bla. Aber das muss halt jeder selber wissen. Ich verurteile auch niemanden, der das macht. Wo ich die Grenze ziehe? Die Grenze ist... Die Grenze ist bei allem, was ich nicht veröffentliche. Das ist, der Rest ist privat. So, fertig. Social Media. Beispielsweise am Wochenende habe ich mein Handy irgendwo. Keine Ahnung. Ich vergesse sehr häufig, wo mein Handy ist. Und ich gucke auch nicht viel auf irgendwie Social Media rum. Weil, also doch, Instagram habe ich jetzt ganz viele Kanäle abonniert. Hier mit so National Geographic und all so ein Kram. Den Rest kannst du dir ja nicht geben. Die Mädels sehen alle gleich aus oder du hast Autos. Also langweilig. Außer die Autos. Ich bin ja gar nicht so krass endlos aktiv auf Social Media. Tatsächlich, also, ne? Poste halt dann Sachen vom Urlaub und so weiter. Da nehme ich euch gerne mit und mache dann halt coole Fotos. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich jeden Tag hier ein Foto machen sollte, wenn ich hier zu Hause bin. Ne? Das wäre halt einfach nicht ich. Und ja, also Grenze zwischen Privatleben und öffentlichem Leben. Ja, Frau Eieruhr ist ja nicht öffentlich wirklich bekannt und es soll auch für sie auch so bleiben, weil sie es halt möchte. Und ja, da ziehe ich dann halt eine strikte Linie. Soll halt dann so bleiben. Ja, und ansonsten, erzähle jetzt auch hier nicht alles, was von in der Familie abgeht und so weiter. Ne? Also, Privatleben ist schon Privatleben, finde ich. Das soll man auch respektieren. Na, ich glaube, wer uns ganz gut verfolgt, sieht, wo wir die Grenze ziehen. Jeder von uns zieht die Grenze anders. Manche von uns zeigen ihre Partnerin, manche nicht. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, so, das ist halt, da muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich möchte halt nicht zu viel aus bestimmten Teilen meines Privatlebens auch in der Öffentlichkeit haben, damit man den Punkt hat, wo man sich zurück hinziehen kann. Wo man weiß, das ist jetzt außerhalb von allem. Ich brauche das, das braucht aber nicht jeder. Und deswegen zieht das, glaube ich, jeder für sich. Und, aber trotzdem hängt man natürlich immer an seinem Handy. Man hängt immer auf Twitter, man hängt immer auf Instagram und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nicht explizite Zeiten am Tag, wo ich sage, okay, jetzt ist Privatleben. Gute Frage. Ich glaube, so eine richtige krasse Linie habe ich dann nicht. Aber so alle privaten Themen, so rund um die Familie oder so, oder persönliche Sachen, Probleme oder Geschichten oder so, ich glaube, da haushaltet man dann so ein bisschen mit. Aber ich finde jetzt auch nicht schlimm, wenn ich jetzt geheiratet habe oder so, dann werde ich da auch ein Foto von posten zum Beispiel. Also da bin ich gar nicht so sehr damit hinterm Vorhang, dass ich das nicht zeigen möchte. Weil ich das eigentlich ganz schön finde, weil ich auch merke, wie unsere Community auch cool ist. Das mache ich halt nur, weil unsere Community so cool ist und sie sich dann auch mitfreut und das auch gerne miterlebt und ein, mit dabei ist so ein bisschen. Das finde ich sehr schön. Oder auch wenn man Sachen erlebt, im Urlaub ist oder so, finde ich das ganz cool zu teilen oder auch selber Tipps zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist. Hey, hier kann man das und das Cooles machen. Oder aber auch, so wie in dem Japan-Stream mit Dalu, da einfach auch Feedback zu bekommen, um selber davon bereichert zu werden und das einfach zu teilen, die Erfahrung. Ich finde das eigentlich sehr schön. Finde das eine coole Sache, aber ja,